Hallo, heute filme ich mal euch. Nein, Scherz beiseite. Wir kommen bei unserer Playlist zu den Geräten, die wir auf unseren parapsychologischen Untersuchungen verwenden. Und ja, das Gerät kennt wohl jeder. Man würde einfach sagen Camcorder, Kamera, wie auch immer. Und genau das ist es auch. Kleiner Unterschied ist vielleicht nur, was das für einer ist. Erst einmal, das ist ein externer Zusatz hier oben. Ein Mikro, ein empfindliches Mikro mit, wie viel hat es? Genau, plus 20 Dezibel, sprich das macht es um 20 Dezibel lauter, das ist der Schalldruck. Wie kann man sich 20 Dezibel vorstellen? Leises Flüstern. Also zu dem, was ich jetzt spreche, packen wir nochmal leises Flüstern drauf und dann habt ihr das, wie das Gerät das hier aufnehmen würde. Ich könnte das natürlich auch an der Kamera dran machen, ist aber jetzt keine sinnvolle Bewandtnis dafür. Und ja, Thema Kameras geht es heute natürlich. Und ich möchte eigentlich nur auf die grundlegenden Kameras eingehen und dann separate Videos zu speziellen Kameras machen. Die, mit der ich gerade filme, wo ihr mich quasi jetzt gerade drauf seht, ist eine sehr, sehr gute Sony. Diese Sony hat eine Auflösung von 6 Megapixeln bei 4K, also ziemlich, ziemlich scharf, ziemlich genau. Und das wollen wir auch haben. Und ist eine ganz normale Lichtkamera, sage ich mal. Die Kamera hier ist theoretisch auch eine Lichtkamera, ist aber dafür nicht angeschafft. Wozu habe ich das Ding also? Ja, das Ding hier ist relativ kostengünstig und hat eine gute Infrarotfunktion. Das ist quasi meine Infrarotkamera, wenn wir so möchten. Und die verwende ich dann, wenn es dunkel ist und ich kein Licht benutzen möchte, weil manchmal führt Licht tatsächlich dazu, dass Aktivität, die wir eventuell haben oder haben könnten, abnimmt bzw. nicht auftritt. Dunkelheit begünstigt manchmal Phänomene, manchmal ist es auch negativ, aber eine Infrarotkamera ist dann quasi die Lösung, denn sie nimmt quasi im Infrarotbereich auf, sprich also in einem Bereich, den ihr mit auch nicht sehen könnt, es gibt einen Infrarotstrahl ab und schaut, was davon zurückkommt und nimmt das entsprechend dann auf. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Selbes Prinzip ist die Fullspektrumkamera, die ich hier gleich mit erwähnen möchte. Die ist quasi Lichtkamera plus Infrarotkamera und ist damit eigentlich unabhängig von der Lichtquelle, wobei man immer sagen muss, dass Infrarot insgesamt von der Quelle her schwächer ist, vom Prinzip klar, wenn das selbst Energie emittiert. Die Sonne kann es nicht ersetzen oder viele externe Lichtquellen und hat deswegen auch nur eine beschränkte Reichweite. Bei totaler Dunkelheit hier hat die so 10 bis 15 Meter. Das ist jetzt echt nicht besonders viel, ist aber eigentlich schon relativ gut und ausreichend. Na klar, mehr ist immer besser, müssen wir nicht diskutieren. Aber das ist das, wofür die hier verwenden. Und wie gesagt, im Prinzip ist, hier ist dann eine kleine Infrarotsonde. Wo ist sie? Hier unten. Ich versuche mal ranzukommen. Vielleicht sieht man das sogar. Brauche natürlich jetzt einen Moment, dass es fokussiert. Okay, also gut, vielleicht auch wenn es jetzt verschwommen ist, ich kann es selbst auf dem Display nicht so gut erkennen. Diese Sachen hier unten, diese beiden. Das sind die Infrarotsonden, die das Infrarotlicht ausstrahlen. Das funktioniert wirklich halt so, wenn ich es jetzt auf mich halten würde und aufnehmen täte. Hier würden die Strahlen drauf kommen, ich würde die reflektieren und das wäre das, was das Gerät aufnehmen würde. Wir könnten gar nichts sehen, weil wir können infrarotes Licht nicht nehmen und die Kamera tut uns quasi den Gefallen und wandelt dann das reflektierte infrarote Licht in sichtbares Licht in unserem für die Augen machbaren Spektrum um. Hat natürlich auch den Nebeneffekt, dass man eventuell Sachen aufnehmen kann, die selbst infrarotes Licht abstrahlen. Also das ist zwar Wärme auch, aber halt Wärme strahlt, sag ich mal, in der optischen Form so gut wie gar nicht. Deswegen klappt das nicht so gut. Aber so kann man vielleicht auch manchmal irgendwas sehen, was dem menschlichen Auge sonst entginge. Das heißt, dieser Kamera, mit der ich hier gerade aufnehme, die zwar so eine Funktion hat, aber zwischen der ich switchen müsste, weil es keine Fullspektrum ist. Ja, das ist eigentlich das Messprinzip. Das wollte ich euch nochmal kurz erklären, wie so eine Infrarotkamera quasi funktioniert und dass die halt bei Nacht gut einsetzbar ist und wir die halt auch einmal brauchen werden. Ich schneide euch noch einen kurzen Ausschnitt rein, wo ihr seht, wie die ungefähr funktioniert. Hier kann ich euch das jetzt natürlich nicht zeigen. Logisch, ist zu hell. Aber wir haben, wie gesagt, einen dunklen Ort und den Clip schneide ich euch mal rein. Da habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie das denn aussieht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt eine Vorstellung bekommen, was eine Infrarotkamera ist und wie die funktioniert. Gut, was es ist, wusste wahrscheinlich jeder. Die genaue Funktion, denke ich jetzt nicht jeder. Und ja, die anderen Kameras, die wir verwenden, die quasi nicht normales Licht, Fullspektrum oder Infrarot sind, werde ich euch dann in separaten Videos vorstellen. Und ich würde mich wie immer natürlich freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lassen würdet. Daumen hoch hilft uns echt sehr und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran, wir sind ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen, damit wir weiter hier forschen und auch euch die Ergebnisse in schönen videodokumentierten Untersuchungen darbieten können, beziehungsweise das hier als technischer Background und die Playlist
mit den Theorien als theoretischer Hintergrund. Und ja, ihr könnt uns dabei helfen. Seht am besten mal die Beschreibung, da seht ihr so ein paar Möglichkeiten, was ihr außer Daumen hoch und so noch machen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es euch gefällt und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video dann wiedersehen. Und bis dann sage ich, macht's nicht gut, macht es besser. Tschüss.